In diesem Video spreche ich über den neuen Sumpf-Teaser von Coffee Stain zu Update 6. Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Suchtis Factory vor Update 6. Update 6 nähert sich mit riesigen, gigantischen Schritten, meine lieben Freunde. Ich höre schon die Vibrationen im Wasserglas auf mich zukommen. Und wir haben einen neuen Teaser bekommen. Am heutigen 27.05. hat Coffee Stain auf dem eigenen YouTube-Kanal einen neuen Teaser zum Sumpfbiom veröffentlicht. Ja, da drüben der Sumpf, also hinter dem Titanenwald ist ja der Sumpf. Und da ändert sich ja auch ein bisschen was, allerdings nur visuell, nicht topografisch. Ganz wichtig, weil einer schon wieder geschrieben hatte, ah, da muss ich ja noch mehr umplatzieren. Nein, nein, nein. Da ändern sich nur die Pflanzen, wie die so aussehen und auch ein bisschen die Tiere, was die so machen. Aber es ändert sich nichts an der Topografie, das heißt, man muss da keine Panik schieben und auch nichts umplatzieren. Ich gehe gleich noch auf ein paar Details ein, die man in diesem Teaser sehen kann. Sind vor allem technische Details eigentlich, bis auf eine Kleinigkeit. An der Stelle aber erstmal die Aufforderung an euch, wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Suchtis Factory reinziehen vor Update 6 und natürlich dann auch, wenn Update 6 raus ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die komplette Playlist rein, die ist immer am Anfang des Videos rechts um in der Ecke verlinkt oder am Ende. Und natürlich könnt ihr auch gerne euren Senf dazugeben zum neuen Teaser, zum neuen Satis Update 6 Teaser, denn das interessiert mich auch immer brennend, was ihr da so entdeckt habt. Vielleicht habe ich ja auch einiges nicht entdeckt. Genau. Das übrigens hier ist jetzt der aktuelle Stand von der Blade Runner Pyramide. Ihr seht, da geht's ordentlich voran und wir bewegen uns jetzt einfach mal wieder in die Railgun, würde ich sagen, und bewegen uns mal so ein bisschen in Richtung Main Base, während ich dann so ein bisschen auf den neuen Teaser eingehe. Weil in der Mainbase gibt es ja noch einiges zu tun und ich muss auch mal neuen Sprengstoff mir besorgen, ganz dringend. Wir wollen ja auch noch eine neue Sprengstofffabrik vor Update 6 an den Start bringen. Das ist ja auf jeden Fall etwas, das ich gerne noch machen möchte. So, dann fliegen wir mal rein oder laufen mal rein und fliegen rüber. Juhu! Genau, also ihr seht die Blade Runner Pyramide. Da sind jetzt schon deutlich mehr von diesen Seiten. Balken, die da noch nebendran stehen, die sind jetzt auch schon am Start. Nicht schlecht, sieht schon echt Blade Runner-mäßig aus mittlerweile. Und kann sich schon echt sehen lassen. Jetzt muss ich mich mal kurz kondensieren, dass ich hier jetzt nicht abstürze. Genau. Hui. Hui, hui, hui. Und dann schön abbremsen auf jeden Fall. Bremsen, 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 bremsen. Jawohl, was für eine wunderschöne Landung. Genau, da drüben wird unsere neue Sprengstofffabrik entstehen. Da habe ich auch noch mal ein bisschen was gemacht auf Screen. Das kann ich euch gleich auch mal zeigen. Also, im neuen Teaser sieht man das Sumpfbiom. Und das Erste, was auf jeden Fall auffällt, ist, dass die Pflanzen viel realistischer aussehen und sich vor allem auch im Wind bewegen. Und zwar bewegen sie sich scheinbar nicht einfach nur random im Wind, sondern es wirkt so ein bisschen, als wenn manche Pflanzen sich mehr im Wind bewegen als andere. Als wenn an einigen Stellen ein bisschen mehr Wind ist und an anderen Stellen ein bisschen weniger und so. Also es sieht auf jeden Fall sehr schön aus, dass da die Pflanzen einfach zum einen realistischer aussehen, zum anderen, dass das Wasser auch ein bisschen eine gewisse Bewegung auch hat. So. Also das ist halt einfach realistischer aussieht, dass man so ein bisschen so ein Gefühl von Wind hat, der da durch die Pflanzen geht. Es sieht sehr stimmungsvoll aus auch, recht natürlich. Und es fällt an einer Stelle auf, dass wieder dieses komische, ja, wir dachten erst, das wäre ja eine Knospe, wo irgendwas ganz Wichtiges drin ist, vielleicht ein Item oder so. Aber das sieht mir ehrlich gesagt jetzt mittlerweile mehr aus wie ein Ei. Und das hatte schon jemand in den Kommentaren auch geschrieben, kann ich mich erinnern. Ja, dieses Vieh oder was das ist, das sieht mehr aus wie ein Vieh. Und das sieht mehr aus wie ein Ei von einem Vieh, wo vielleicht irgendein Vieh rauskommt. Vielleicht auch diese Fliegen, die vorher ja immer an so einer Art, ja, so einer Taube dran gehangen haben. Dass vielleicht das jetzt eigentlich das, dass das vielleicht jetzt einfach das ist, wo die Fliegen rauskommen. Ich muss sagen, für mich wirkt das irgendwie komisch, warum sollten fliegende Fliegen aus so einem am Boden platzierten komischen Ei, wo so ein gelbes Gelee drin ist, rauskommen? Das ist so die Frage. Das wirkt auf mich irgendwie ein bisschen, ja, weiß ich nicht, das passt für mich irgendwie nicht so ganz zusammen. Und ja, da muss man mal schauen, was da jetzt am Ende drin sein wird. Also auf jeden Fall ist innen drin in dieser Pflanze so ein komisches Gelee drin. Also es hat so ein bisschen so eine Art
Alien-Vibe, finde ich. Also, das sieht aus wie so ein Alien-Ei so ein bisschen. Und wenn du da zu nah dran gehst, dann geht das auf. Und da ist da noch diese Membran drin, wie bei Alien, wie in diesen Filmen, ne? Dann ist da noch so eine Membran. Und in der Membran, in diesem Sack, Membransack, ist dann nochmal das eigentliche Tier. Und jetzt ist eben die Frage, ist da etwas drin, was wir schon kennen? Einige meinten jetzt auch schon, es könnte vielleicht ein Ei von diesen Feuerspuckern sein. Oder ist das vielleicht eine Art neuer Gegner und ein neues Tier, was wir vielleicht noch nicht kennen, was erst mit Update 6 reinkommt? Das ist so die Frage eigentlich. Und das kann man anhand der Bilder eigentlich noch gar nicht wirklich beantworten. Man sieht im Hintergrund auf jeden Fall eine Kupferquelle. Also ich konnte nicht so ganz erkennen, wo diese Kupferquelle nochmal genau ist. Also das ist so ein bisschen das Ding. Es scheint ja so zu sein, dass diese Viecher irgendwie in der Nähe von Ressourcen vorkommen. Und das wird auf jeden Fall auch nochmal spannend. Wahrscheinlich kommt da was raus und zieht dich in die Pflanze. Das wurde auch schon spekuliert, dass es vielleicht eine fleischfressende Pflanze sein könnte. Vielleicht ist dieser gelbe Sack ja so eine Art Verdauungssaft, der dann platzt. Vielleicht kommen da noch Tentakeln außen raus, die mich dann reinziehen oder so. Ja, und dann werde ich reingedrückt in diese gelbe Masse und dann werde ich da verdaut oder so. Keine Ahnung. Wäre ja auch lustig. Irgendwas muss damit passieren auf jeden Fall. Irgendwas ist damit. Ich meine, das ist jetzt das zweite Mal schon, dass man dieses Ding auffällig im Bild sieht, in einem Coffee Stain Update 6 Teaser. Also damit wird es auf jeden Fall irgendwas auf sich haben. Entweder ein Gegner oder vielleicht ist es auch eine wichtige Substanz, die man vielleicht auch braucht. Man weiß es nicht, ja. Ist auf jeden Fall spannend. Und es ist nicht beschränkt auf das neue Strandbiom, sondern es ist eben auch im Sumpf zu finden, diese Pflanze. Das wirft natürlich automatisch die Frage auf, ob es vielleicht noch andere Stellen gibt, wo die auch noch vorkommt. Vielleicht ja auch in Höhlen oder so. Vielleicht bezieht es sich auch auf bestimmte Locations, dass die vielleicht nur an bestimmten Stellen vorkommt. Man weiß es nicht. Ja, da sind viele Fragen offen noch. Ist auf jeden Fall spannend. Und das ist eigentlich auch das Spannendste am Teaser mittlerweile eigentlich. Also, es gibt noch andere Aspekte, die interessant sind. Wir haben zum Beispiel in einer Szene gedacht, wir hätten ein neues Tier gesehen. Irgendein neues Vieh, was durchs Bild huscht. In so einer ganz gruseligen Gruselszene. Und es hat sich aber bei genauerer Betrachtung nur als ein Partikel von Pollen herausgestellt, der durchs Bild fliegt und aufgrund der Sichtverhältnisse mal dunkel und mal hell aussieht. Unglaublich, ja. Das war so ein Mulder und Scully-Moment auf jeden Fall. Da haben wir echt gedacht, wir sind irgendwas Großem auf der Spur, irgendwelche Insekten, die da neu reingekommen sind, aber es hat sich tatsächlich nur als Partikel herausgestellt. Unfassbar. Aber der verschwindende Busch ist auf jeden Fall auch ein interessantes Detail. Wahrscheinlich, es wurde spekuliert, dass da vielleicht irgendwie geschnitten und übergeblendet wurde zwischen zwei Sequenzen und deswegen der Busch da verschwunden ist. Es sieht nicht aus wie eine Level-of-Detail-Änderung, weil dann müsste sich eigentlich alles verändern und nicht nur der eine Busch. Und ja, scheint einfach ein Filmfehler zu sein wahrscheinlich. Wurde da wirklich irgendwas geschnitten und der verschwindet dann einfach an der Stelle. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht es insgesamt sehr schön aus und sehr spektakulär. Designt auch. Mir gefallen auch die Lichtstimmungen, die da jetzt zu sehen sind und auch generell die Atmosphäre im Sumpf. Und natürlich gibt es auch wieder den üblichen humoristischen Einschlag mit dem Arachnophobie-Modus. Das fand ich auch sehr lustig. Die kleine Szene, wo die Katze reinkommt ins Bild. Wir wissen natürlich alle, dass es keine Katze ist. Es sind meine liebsten Freunde, die sich auch mal gerne auf meinen Kopf setzen. Ich hasse es. Ich glaube, den Sumpf werde ich einfach meiden, wie ich das immer mache. Wann gehen wir schon mal in den Sumpf? So gefühlt eigentlich nie. Aber einmal, wir gehen einmal, wenn das Update raus ist, gehen wir mal in den Sumpf und gucken uns das mal aus der Nähe an, glaube ich. Man sieht auch die ein oder andere Schnecke in den Bildern, die ein oder andere Elektroschnecke, so am Rand manchmal von der Szene oder hinter einem Baum und so. Die haben wir aber, glaube ich, meistens eh schon für später uns gemerkt oder schon gesammelt, von daher. Ja, also das Spannendste ist wirklich dieses komische Ei eigentlich. So rein inhaltstechnisch, update-technisch ist das Ei das Spannendste. Und ich bin mal sehr gespannt. Ich bezeichne es schon als Ei, obwohl ich es gar nicht genau weiß. Aber es sieht für mich wirklich mehr aus wie ein Ei. Vor allem wegen diesem Gelb innen drin. Das sieht aus wie so ein Eigelb halt, ne? Also irgendwie, es sieht halt sehr aus wie so ein Eigelb. Und ja, was ist im Ei drin, im Eigelb? Wir werden es herausfinden, wenn Update 6 rauskommt. Ja, und mehr gibt es dazu eigentlich schon gar nicht zu sagen. Wie gesagt, sieht schön aus. Ich finde die Windeffekte sehr schön. Die Vegetation sieht sehr realistisch aus, die Lichtstimmung ist toll. Schön gemacht auf jeden Fall. Eine schöne Arbeit und ein sehr stimmungsvoller Teaser, der die Fantasie anregt auf jeden Fall. Ich bin sehr angeregt. Genau, und jetzt sind wir hier an der Stelle an der Sprengstofffabrik, an der neuen. Und ihr seht's, ich habe mal ein bisschen was gemacht. Nur ein bisschen was. Also hier vorne weniger, sondern eher innen drin.
Also ich habe jetzt noch keine Anlagen gebaut, aber ich habe mal den Innenraum schon mal so ein bisschen ausgestaltet. Ausgestaltet, naja, ich habe halt die Zugänge so ein bisschen definiert, wo man genau reinkommt und wo man vielleicht auch wieder raus kann und so. Und habe auch schon mal versucht, so ein bisschen den Berg zuzubauen. Also hier unten noch nicht, aber so insgesamt habe ich das schon mal versucht, so ein bisschen so eine Logik hier zu etablieren, wie man sich hier bewegen kann. Hier kommt man auf den offenen Platz vor der Anlage. Genau. Und hier ist ein riesiges langes Geländer, wo man halt auch runtergucken kann. Da vorne ist dann eine große Mauer. Hier habe ich mir gedacht, baue ich dann auch noch mal eine richtige Brücke rüber, eine große, größere, die dann auf diese Ebene führt, dass man genau dahin dann auch mit Fahrzeugen vielleicht auch hin kann und so. Das ist so der Plan für dieses Gebäude. Genau, jetzt gehen wir wieder hoch und dann schauen wir mal, wo wir uns dann die Drohnenports hinstellen, die uns dann hier die Zulieferung machen für den Sprengstoff, den wir ja dann hier weiterverarbeiten wollen zu den anderen Sprengstofftypen, die wir ja dann hier auch brauchen. Genau, also hier habe ich übrigens so eine Doppeltür gemacht. Wenn ihr nicht wisst, wie man diese Doppeltür macht, Dumbledore, Dumbledore, wir nehmen uns die Straßensperre, wir setzen die Straßensperre so, dass sie auf der Hälfte zwischen zwei Foundations sitzt. Kann man sogar auch in die Wand, glaube ich, reinmachen. Okay, geht hier nicht. Da geht's nicht. Warte, ich mache das mal draußen, glaube ich. Dann geht das ein bisschen einfacher. So, genau. Hier eine Dings und da eine Straßensperre. Genau, dann sitzt sie auf der Hälfte. Und dann kann man hier die Tür nehmen. Das automatische Double Door. Und dann muss man diesen Leuchtstreifen, der da ist, in die Mitte drehen. Und dann geht die nämlich genau in der Mitte auf. Ja, und dann muss man halt noch einen Rahmen davor setzen. Das mache ich dann auch immer so, dass ich sage, Straßensperre, bisschen vorversetzen. Und dann einen Wand mit Torbogen. Genau, und dann hat man das so. Da muss man auf der anderen Seite nochmal einen Torbogen setzen. Dann hat man so einen Türrahmen. So ein kleiner Trick an der Stelle. Braucht man nur ein bisschen Platz links und rechts. Aber idealerweise hat man ja dann sowieso zwei Reihen. Also eigentlich hat man drei Reihen. Drei Wandreihen. Einmal die Tür und dann jeweils einen Rahmen. Und dann kann man das dann nämlich außen hier so zumachen. Genau. Da einmal und da einmal. Und dann sieht man das schon gar nicht mehr, dass da die Tür noch ein bisschen übersteht. Weil ich finde das irgendwie manchmal ein bisschen doof, dass diese Türen immer so, dass die so komplett über die ganze Länge der Türöffnung aufgehen, wenn ihr versteht, ja. Also dieses, ne, dass die sich von links nach rechts so öffnen. Und ich finde das geiler, wenn das so Star Wars-mäßig ist, dass das so in der Mitte auseinander geht irgendwie. Genau. Kleiner Trick an der Stelle. Ist wahrscheinlich für einige schon alter Hut. Genau, dann haben wir hier so ein bisschen so Nebenräume noch. Und hier ist der Hauptraum dann, wo wir dann entsprechend Anlagen aufbauen können. In der gesamten Höhe. Hier seht ihr, hinten ist noch ein bisschen offen, aber ich habe das hier schon mal so ein bisschen zugebaut und hier auch einen Boden eingezogen. Das war nämlich vorher noch nicht. Genau, und hier vorne ist nochmal so ein Vorplatz auch. Da könnte man unten drunter auch noch Anlagen bauen, theoretisch. Ja, und hier gibt es auch noch Viecher. Ich höre hier auf jeden Fall noch welche. Da habe ich noch nicht alle getötet. Ich habe auch gerade keinen Sprengstoff dabei, deswegen trifft sich das gerade auch sehr gut, dass wir jetzt mal Sprengstoff uns anfordern, damit wir hier in der Fabrik tatsächlich auch was machen können. So, und was wäre besser geeignet als das Dach dieser Fabrik, um Sprengstoff anzufordern mit einer Drohne? Jetzt muss ich mal gucken, kann ich hier hochfliegen? Ich habe das auf jeden Fall so gebaut, dass ich hier hochfliegen kann. Mit dem Schweber, genau. Dass ich hier so am Rand habe ich so Wandhalterungen gebaut, dass ich mich dann so hochdengeln kann. Jetzt müssen wir mal gucken, war hier oben offen? Ja, da war offen, sehr gut, da komme ich raus. Jetzt muss ich noch mal gucken, wie das auf dem Dach noch mal ausgesehen hat, genau. Und wo wir da den Landeplatz am besten platzieren. Oh, jetzt sind wir sogar schon über dieser Raffinerie. So hoch ist das Teil. Genau, hier oben würde ich einfach Landeplätze jetzt aufbauen. Das ist doch eine gute Idee. Dann können wir das dann anfordern. Drohnenplatz, genau. Machen wir mal einen. Ach so, wir brauchen natürlich zwei. Wir brauchen ja auch Batterien noch für die Drohnen. Wobei, brauchen wir wirklich Batterien? Ja, doch, eigentlich schon. Wir müssen einmal zum Batterielandeplatz und einmal zum Sprengstofflandeplatz fliegen lassen. Steht das vorne über? Nee. Okay, gut. Ja, es steht schön in der Mitte, genau. Schon da wöhnen. Da müssten sie auch vorher nach oben fliegen, dann sieht das nicht so komisch aus. Dann verschwinden sie nicht irgendwie im Boden oder in dem Gebäude drin, wenn sie hier hinfliegen.
Ah ja, wir brauchen natürlich noch die Bohrer dafür. Die müssen wir noch machen. Mobile Minatoren, genau. Mach mal zwei Stück. Wunderbar. So. Weg damit. Und dann setz mal. Frosch im Hals, ja keine Miete zahlt. Setz mal die Drohnen. Ah ja, und Strom brauchen wir natürlich auch noch. Ich mach mal gerade hier eine von diesen Platten weg, damit ich hier an meine Stromleitung rankomme. Die ich hier gesetzt habe, genau. Gib mich Stromo. Stromo, genau. Und dann mach das mal dahin. Und dann mach das von da einfach mal dahin. Und ich meine, schöner wäre es natürlich, wenn man es von unten anschließt, ne, eigentlich. Von unterhalb. Aber ich mache es jetzt einfach erstmal so. Der Schnelligkeit halber mache ich es mal so. So, und dann nennen wir das hier jetzt. Ja, wie nennen wir das? Das ist immer so die Frage. Sprengstoff Main? Nee, warte mal, das nennen wir mal Sprengstoff Weiterverarbeitung. Nee, das ist alles so lang. Sprengstoff Modifikation. Ja, das ist kürzer auf jeden Fall. Sprengstoffmodifikation Batterie. So. Junge, Junge. Okay, jetzt müssen wir erstmal Batterien anfordern hier. So, dieser Landeplatz fliegt zu. Wie hießen die nochmal, die Batteriestationen? Giga-AKW-Batterieanfrage? Nee, das ist falsch. Stopp. Du musst woanders hin. Warum wird mir das nicht angezeigt? Batterieport 1. Ja, eigentlich Batterieport 1. Warte mal, ich will das nochmal. Ich will das nochmal zurücksetzen. Warum wird mir hier Batterieport 1 eigentlich nicht angezeigt? Warum werden mir hier. Achso, 90 weitere Landeplätze. Hä? Zeigt der mir hier nicht alle an? Okay. Dann muss ich da nochmal hier gucken. Batterieport 1, genau. Den wollen wir haben. Batterieport 1. So. So wollen wir das haben. Dann fliegen sie dahin, hoffe ich. Jetzt brauchen die ja noch Batterien selber drin. Ich habe, glaube ich, noch welche dabei. Genau, ich habe noch 37. Mal gucken. Ja, sehr gut. Genau, dann haben wir hier schon mal die Batterieanfrage gemacht. Und dann müssen wir entsprechend dann die Batterien auf die Drohnen dann auch verteilen. Förderbandsplitter. So, die gehen dann entsprechend hier rein. Von hinten wird befüllt. Immer schön von hinten. Und dann braucht man Förderbänder, Förderbandlifte, die das Ganze dann zur anderen Anlage auch mit übertragen. Nehme ich hier hin. So. Dann haben sie alle Batterie erstmal. Mach mal. Ja, hier braucht man ja, müssen wir nur rausgehen. Genau, so. Also sie selber braucht Batterien. Und die andere auch. So, dann sind die mit Batterien versorgt. Und die hier muss jetzt entsprechend auch erstmal umbenannt werden. Das ist dann jetzt Sprengstoff Modifikation. Ja. Anfrage. Nenne ich das jetzt einfach. Ich nenne das jetzt einfach Anfrage. Und dann brauchen wir da wieder Batterien. Die kommen ja gleich. Und jetzt müssen wir hier sagen. Fliegt mal zur. Oh Gott, wie haben wir die andere jetzt eigentlich genannt? Das war irgendwas mit Sprengstoff. Sprengstoff-Batteriedrohne? Nee, Sprengstoffdrohne. Sprengstoffmodifikation-Batterie. War das Sprengstoffdrohne? Ich glaube, das war Sprengstoffdrohne. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Warte mal, es muss doch eine von denen sein, die jüngst dazugekommen ist eigentlich. Muss doch eigentlich hier. Oh Gott. Jetzt müsste ich meine letzte Folge angucken. Wüste Munifabrik, Auslieferung ist es nicht. Was haben wir denn mit Sprengstoff? Sprengen. Ich glaube, Sprengstoffdrohne ist es. Gucken wir mal. Bin gespannt. Jetzt müssen wir hier kurz warten, bis die Batterien kommen. Eine schöne Aussicht von hier, ne?
Eigentlich so. Man hat alles schön im Blick in der Stadt. Nice. Aber man ist nicht so hoch, dass es dann schon wieder komisch ist, dass es schon wieder zu hoch ist. Man hat so wirklich alles schön im Überblick, auch das Hauptlager drüben. Oh, da kommt sie schon. So, jetzt bin ich mal gespannt. Haben wir Batterien? Haben wir Batterien? Haben wir Batterien? Finde das schön, wie sie da so kurz vorher nochmal so hochfliegt. Das ist sehr gut gemacht. Sehr schöne Flugbahn. Auf jeden Fall. Batterien, Batterien, Batterien. Sprengbatteriestoffdrohne. Ja, genau. Ja. Sprengmodiferie. Nenn es doch Modded Ammo. Ja, es ist ja keine Ammo. Es ist ja nicht die Ammo-Fabrik. Egal. Guck mal, jetzt müssen wir mal gucken, ob hier jetzt was kommt. Na, kommt was? Kommt was? Komm schon. Gib's mir. Los. Jawohl. Erfolg. Nice. So, jetzt müsste die hier eigentlich losfliegen. Yep. So, wenn die jetzt Sprengstoff angetingelt-tangelt bekommt, dann haben wir es richtig gemacht. Die müsste jetzt eigentlich darüber fliegen. Da nach hinten. Da. Das müsstest du sogar sehen können von hier eigentlich. Also, das müssen wir sehen können, wie sie dahin fliegt. Und wir müssten sie bis da hinten eigentlich auch sehen können, normalerweise. Boah, wie sie der anderen fast so den Rücken rasiert hat, ey. Ja, guck mal, das sieht doch eigentlich. Wie sie einfach nach unten geht. Ja, da ist sie, da ist sie. Ey, ist sie gerade im Berg verschwunden? Ah, sie fliegt richtig, guck mal. Hä, ist sie gerade weg? Nee, da ist sie. Da ist sie, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Ja, ist richtig, perfekt. Hat alles richtig gemacht, guck mal. So muss das sein. Dann kriegen wir jetzt hier Sprengstoff. Schon da wöhnen. So, dann lass mal hier gleich den Output machen. Output ist da. Da können wir gleich mal hier in den Boden einen Bodendurchlass machen, würde ich sagen. Und dann machen wir hier mal gleich ein förderndes Band. Ach so, warte, da müssen wir das doch noch ein bisschen nach hinten verlegen. Das ist nicht so, sondern so, ne? Das ist immer so ein bisschen schwierig, da den Abstand richtig hinzukriegen. Genau, so fitschen muss es. Fitschen muss es. Und dann macht das so. Dann müsste es schon mal da in den Ausgang reingehen eigentlich. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir ja hier oben eigentlich auch recht viel Platz schon. Ich meine, das ist ja quasi schon eine Anlagengröße hier oben, die wir nutzen können. Warte mal, ich nehme mal hier den Schweber jetzt. Das war mutig, ne? Habt ihr gesehen, wie mutig das ist? Guck mal, ich habe ja hier sogar schon Stromleitungen gelegt. Genau, damit ich hier das bauen konnte, glaube ich. Deswegen habe ich das gemacht. Ja, dann lass doch gleich mal hier einen Boden einziehen, eigentlich. Oder warte, nimm gleich den hier. Dann braucht man nur Zement. Lass das mal so machen, dass wir ein bisschen mehr Platz nach oben lassen. So. Müssen ja hier nicht geizen, eigentlich, mit Platz. Und dann vielleicht mal da so nach links und rechts können wir eigentlich mal Scheiben draus machen. So an sich. Dass man hier auch mal was sehen kann hier drin. Na, jetzt guckt euch das an. Ist ja nur die Vorbereitung, wie ihr sagt. Wir bereiten ja erstmal nur vor. Wir machen ja erstmal noch nichts Effektives. Weil wir können ja noch nichts machen. Wir haben ja noch keine Möglichkeit, was Konkretes zu machen. Nicht wahr? Weil wir können ja noch keine Rezepte vergeben. Ich würde mal stark annehmen, wir brauchen wahrscheinlich hier unten erstmal ein Lager, ein kleines Pufferlager für die Ressourcen, die wir brauchen. Hier wurde gerade noch im Live-Chat angemerkt, ich soll doch vielleicht die oberste Etage hier als Materialverteilungsetage nutzen, weil vielleicht ja noch andere Dinge gebraucht werden als jetzt nur der Sprengstoff. Und das ist natürlich gar nicht mal so falsch. Wir können ja mal gucken, wenn wir jetzt hier unten Manufaktoren hinstellen, wie viel Platz hätten wir denn nach oben dann noch? Ich meine, da ist ja locker noch Platz eigentlich. Guck mal. Und nach unten hin haben wir ja auch noch Platz für Förderbandverteilungen und so. Guck mal, wenn wir jetzt hier sagen, ja, das ist ein bisschen wenig Platz, aber hier, guck mal, hier könnte man auf jeden Fall noch locker eine Ebene einziehen eigentlich, ohne dass man hier irgendwie in Platzprobleme kommt. So an sich, also bei den Anlagenbau jetzt. Dann machen wir das jetzt einfach so. Da machen wir hier noch eine Zwischenebene rein. Ist eine sehr gute Idee eigentlich. Dass man da oben gleich eine Verteilungsanlage noch hat. Eine Verzweiflungslogik, hätte ich beinahe gesagt. Passt da nicht sogar auch noch von der Größe her ein großer Container rein? Ah, so gerade so. Der steckt so ein bisschen in der Decke drin. Aber das macht, glaube ich, nichts. Das ist, glaube ich, sogar egal. Warte mal, wir machen das mal so.
dass wir den jetzt einfach da mal dran dengeln. Oder warte, ich habe eine Idee, ich habe eine andere Idee. Wir machen das noch mal weg. Und das machen wir mal auch weg. Ich will das anders machen, warte mal. Ich will das mit so einem Gitterboden machen. Guck mal, das ist nämlich noch mal eine halbe Wand. So. Und dann machen wir das nämlich dann so. Und dann fädeln wir das einfach dann nach unten durch. Würde ich sagen, warte mal. Ich will mal gucken, kann ich da direkt so ein Dings hinsetzen, dass wir das direkt in Line setzen und dann direkt da rein befördern. Das wäre doch gut. Ha, guck mal, dann sieht das aus, als wenn der, als wenn das Ding, der Container, als wenn der so eingerahmt wurde. Das ist ja auch geil. Das habe ich auch noch nicht gesehen, guck mal. Wenn man das so macht hier. Wenn wir den Rahmen hier benutzen. Nein, warte, so. Guck mal, man könnte den Rahmen sogar, warte, man kann den ja sogar noch eins höher nehmen eigentlich. So, dass man dann an der Stelle so ein bisschen so eine Rahmenstruktur einfach hat. Genau, so hoch oben drauf, genau. Und dann hier wieder nach vorne. Und das wieder wegmachen. Genau, so dass der so oben drauf liegt einfach. Sieht auch geil aus. Und dann macht man einfach hier dann das Förderband nach unten. Nehmen Sie es nach unten. Ja gut, jetzt haben wir das nicht an der richtigen Stelle. Und hier ist jetzt natürlich der Rahmen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig. Da müsste man vielleicht das Drohnendings nochmal ein bisschen einrücken. Da habe ich wohl das Raster nicht so ganz berücksichtigt. Dafür steht es halt mittig, ne? Ist halt immer so eine Sache. Will man es mittig machen oder nicht? Aber an sich können wir ja auch einfach das ein bisschen noch zurücknehmen. Und hier einfach noch ein Förderband hinsetzen. Warte, so. Machen wir es halt einfach ein Stückchen nach vorne noch. Und dann macht man da dann den Container. Den macht man einfach hier drunter. So, mal gucken, ob ich das so hinkriege, dass es dann auch direkt reingeht. Ich orientiere mich gerade ein bisschen am Schatten. So. Ah, ist nicht ganz die richtige Höhe, ne? Diese. Ja, stimmt, kann ja nicht. Kann ja nicht. Das ist ja jetzt quasi ein halber Meter, der das zu hoch ist. Warte mal, da müssen wir das anders machen nochmal. Das ist halt so eine Sache hier, wenn man so Sachen macht. Moment. Ist gleich soweit. Kommt gleich, ich schwöre. Wir machen das nicht mit dieser Durchführung auf jeden Fall. Mit der Durchführung finde ich das irgendwie doof. Warte. Nein. Mach das gerade. So. Und dann nach unten, genau. Nehmen Sie es. Jetzt ist es auf der richtigen Höhe. Guck mal. Nice. Und jetzt können wir da noch ein Förderband davor machen. So, und dann haben wir den Sprengstoff. Jawohl, wir haben den Sprengstoff drin. Mein Gott, so viel Gefrickel. Nur um den Sprengstoff da reinzukriegen. Unglaublich. Das sieht irgendwie. Aber irgendwie sieht das lustig aus, wenn das so rausguckt oben. Ich weiß auch nicht. Haben wir denn. Warte mal, haben wir denn auch noch schmale Dinge? Warte mal, wir haben doch hier diese Dachteile. Hier genau, diese Teerdächer. Oder sowas hier, warte mal. Das sieht doch bestimmt auch gar nicht so schlecht aus. Wenn man das jetzt hier so einpasst, dass das da direkt dran snappt. Und das einfach dann rüberzieht. Dann sieht das aus, wie als wenn das geplant ist. Hä? Müssten die nicht eigentlich bunt sein? Warte mal. Ja, das sieht doch auch gar nicht so schlecht aus, wenn man das so an der Stelle macht. Sieht aus wie so eine Frachtluke dann irgendwie. Können das ja hier vorne noch machen. Sind die schräg? Sind die angeschrägt? Guck mal, das sieht ja interessant aus. Die sind so leicht angeschrägt, aber müssten die nicht eigentlich flach sein? Flachdach, ja, komisch. Das ist ja seltsam, warte mal. Muss auch eher so rum sein. Die sind ganz leicht angeschrägt. Die haben eine ganz leichte Schräge. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Verrückt. Unglaublich. Aber so ist es. Sieht aus wie so eine Verzierung auf dem Boden eigentlich. Ja, man kann die Sachen ja jetzt einfach durch die Decke und durch die Wände gucken lassen, ne? Das ist ja eigentlich, es geht ja alles mittlerweile. Ja, ist okay so. Kann man, glaube ich, so machen. Wir lassen das jetzt einfach mal so. Ist ja sowieso nur so eine Verteilungsgeschichte hier.
Sieht man ja dann theoretisch auch eigentlich gar nicht so intensiv. Genau so, dann macht das mal hier noch zu. Ja, und hier müssen wir mal irgendwie schauen, dass wir da vielleicht noch einen Zugang hinbauen, der ohne, dass man da mit Strom hochgehen muss, abläuft. Also, dass man vielleicht hier so einen Schacht offen lässt einfach. An der Stelle, um sich da mit dem Strom, mit einem Schweber hochzudengeln. Und dann hier vielleicht an der Stelle dann lieber eine Treppe hinbauen. Oder so eine Leiter hier, warte mal, wo waren die denn nochmal? Ne, nicht Leiter hier, ich meine, genau, Laufstegtreppe, genau. Guck mal, die hat ja auch genau den Winkel hier von dem Spaß, dass wir hier noch so ein Treppenhaus reinsetzen einfach. Würde ich sagen. Dass man hier auch ohne Strom hoch kann halt. Na, irgendwie glaube ich, irgendwann wird es mal einen Stromausfall geben, einen großen Blackout. Und dann bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Man kann ja hier vielleicht auch noch kleinere Anlagen dann in die Etagen dann hinzufügen. Also, dass man hier einfach noch Zugänge macht. Auf unterschiedliche Ebenen. Weil das ist ja auch schon ganz schön hoch hier alles, ne? Wenn man jetzt mit Mods spielen würde, könnte man in diese Schächte halt Aufzüge noch reinmachen. Das wäre natürlich auch irgendwie geil. Habe ich jetzt hier zu weit gegangen? Nee. Die Frage, die ich mir immer stelle, bin ich hier gerade zu weit gegangen oder... Lass Platz für die Lifte von Etage zu Etage. Ja, ist ja in der Mitte quasi, könnte man ja, wie gesagt, noch... Ach so, ja, stimmt. Moment. Ich weiß, was gemeint ist. Sekunde, ich muss doch ein Stück rüber noch. Weil ich habe ja gesagt gerade, ich will da eigentlich Platz lassen, dass man sich... Ich habe es gesagt und in dem Moment habe ich es wieder vergessen, wo ich es gesagt habe, siehst du? So ist das bei mir. Ich wollte doch da eine Foundation Platz lassen, Mensch. Damit man da hoch kann mit dem Schweber. Mann, Mann, Mann. Spielbär. Alzheimer. Instant Alzheimer. Hä? Wo hat er das denn jetzt hin gemacht? Na toll, das ist falsch. Aber das ist ganz gut, dass man, wie gesagt, auch mal wieder ein bisschen reinkommt hier in Saates. Jetzt habe ich die falsche Rampe benutzt. Mann! Ich wollte die Treppe benutzen. Himmel, Sakrament noch eins. Jetzt ist es richtig. Mann, Mann, Mann. Wie kann man bei sowas Einfachem wie bei einer Treppe versagen? Das kann ja was werden bei Update 6. Wenn ich dann wieder anfange. Wenn ich dann wieder richtig Power gebe. Also quasi... Das wird sehr lustig. Versagen in einer Tour. So, hier jetzt darüber, genau. Und jetzt, nee, warte, nicht darüber, da muss ja frei bleiben. Oder? Nee, warte mal. Doch, darüber, genau, ist richtig. Genau, dahin. Und dann runter. Und da müssten wir eigentlich schon unten ankommen jetzt. Ja, guck mal, da sind wir schon unten. Sehr nice. Haben wir hingekriegt. Mann, was für eine schwere Geburt. Genau, haben wir so ein schönes Treppenhaus konstruiert. Muss auch mal sein. Und hier haben wir ja trotzdem noch genug Platz für alles. Und dann können wir wieder hoch. Nice. So geht das nicht. Ja, 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 so geht das nicht. Muss erstmal, ich muss wieder trainieren. Ich muss wieder in Form kommen erstmal richtig. Was soll das nur werden, wenn ich hier neue Rezepte und so an den Start bringe und sowas. Also wenn wir das dann ausprobieren wollen, was dann alles neu ist. Machen wir mal hier so eine große Dings hin und dann macht da mal eine Wand hin. Hat er die Farbe übernommen? Ja, dann natürlich nicht. Genau. Dann haben wir hier den Zugang zur Wartungsebene. Und hier wäre dann die erste Produktionsebene. Da müssen wir natürlich mal gucken, ob man hier vielleicht noch eine zweite Treppe nach unten zieht, die dann auf der Ebene endet, wo wir es dann haben wollen letztendlich. Also, wo wir da, dass wir dann hier auch auf die andere Ebene kommen, wo wir hinwollen. Die Ebene... Die nicht die Ebene ist, wo wir da auf die andere Ebene gehen. Hier, warte. Nee, hier. So. 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 Dann so. Und dann noch ein Stück runter, wa? Genau, noch zwei runter, glaube ich. So. Und dann, warte. Ja, so. Und... Dahin. Nice, guck mal. Das habe ich wenigstens mal hingekriegt. Hervorragend. So, dann sind wir hier auf der ersten Produktionsebene, von oben gesehen. Und das passt ja. Und hier kann man immer noch hoch und runter schweben mit dem Schweber. Das ist ja eigentlich auch ganz cool. Da können wir dann, können wir das so machen. Dass wir hier noch so eine Plattform hin machen. Es reicht ja, wenn wir da eine halbe Foundation freilassen für hoch und runter fliegen. Dann kommt man ja auch nach oben. Genau.
Dann können wir hier noch einen Boden reinsetzen und dann da noch ein Geländer hinbauen. So. Quatsch. Ah, da fehlen mir die Stangen. Okay. Ja, dann muss ich wohl mehr Stangen besorgen. Genau, aber dann haben wir hier erstmal schön Platz. Das ist doch schon mal eine gute Vorbereitung für den Spaß. Ja, und nach hinten, wie gesagt, ist das Ding jetzt noch offen. Da habe ich mir hier nur die Markierung gesetzt, wo ich dann genauso weiterbauen muss wie auf der anderen Seite. Das werde ich aber wahrscheinlich eher offscreen machen, weil das eher mehr so ein Hingetingeltangel ist eigentlich. Und ja, ansonsten haben wir das jetzt schon mal vorbereitet. Hier werden dann unsere Sprengstoffe produziert. Ich bin mal gespannt, was man dann alles noch so gebrauchen wird für die Sprengstoffe. Bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da noch auf uns zukommt in Update 6. Vielleicht ist ja auch diese komische Pflanze, die man da sehen kann, vielleicht ist das ja auch ein Bestandteil in einem der Rezepte für die neuen Sprengstoffe. Vielleicht ist das ja ein Rohstoff. Also man weiß es ja nicht, ne? Vielleicht braucht man das ja. Für was auch immer man dann braucht für die Sprengstoffe. Wir werden es sehen. Es wird auf jeden Fall sehr spannend, würde ich mal sagen. Und jetzt hole ich mir am besten, wenn ich jetzt schon von Sprengstoffen rede, warte mal, hole ich mir am besten gleich nochmal welchen. Weil ich brauche nämlich auch dringend welchen. Ich muss bei meiner Blade Runner Pyramide mal wieder ein bisschen Natur entfernen. Das muss ich jetzt endlich mal machen hier, dass ich mir jetzt mal was rausnehme noch. Hochfliegen klappt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Sicherheitskonzept wie auf dem Todesstern. Ja, immer einen Lüftungsschacht offen lassen. Damit man immer einen Ventilationsschacht im Weltraum hat, damit immer schön Luftausgleich herrscht. Die besten Mitarbeiter fürs Bärchen wären Gummibärchen. Wenn die runterfallen, passiert nichts. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt, den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen, das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Suchtis Factory. Bis dann, ciao, ciao.